Hallo Leute, willkommen zu einer kleinen Runde Minecraft Rush bzw. Bed Boss. Die Runde geht gleich los und ja, viel Spaß mit dem Video. So. Das ist 1 gegen 1. Rush ist ganz lustig. So. Ah ja, es war jetzt neu geordnet bei Rush. Ah. Augenkrebs. Da ist noch eine Kiste drin, weiß ich jetzt. Eine Spitzhacke. Harter Stein. Ja, harter Stein. Sehr schön. Stand besser. Ich warte erstmal, bis die ein bisschen mehr ist. So. So, ping, ping, ping. So, Gold kommt erstmal da rein. Ist aber so, jetzt wird erstmal ordentlich die Base zugebaut. Glas. Cool, jetzt gibt's auch Glas. So. So. Ach. Ne, 10 davon. Die Kisten so. So. Ping, ping. Gold kommt wieder da rein. So. So. Ping, ping. Ach, Mensch. Und schon wieder harten Stein kaufen. Beziehungsweise Endstein. So. So, jetzt war das hier oben. Jetzt habe ich damit keinen Ärger mehr. Gott, ey. Wie kompliziert ich das immer mache. Lass mir nicht einfach alles auf einmal oder nein. Muss mir mal ein kleines Stück holen. So, Baumaterial. So. Und jetzt hier ganz viel Sandstein, so. So, hier. So. So, hier erstmal eine ordentliche Festung bauen. Schön praktisch, dass da draus man so bisschen Kürbiskuchen. Gold. Und dann kam so nochmal 40 Steine. Ja, die wird auch noch höher hier, die Wand, okay. So. Ja, ich weiß, dass ich ein bisschen sehr mein Bett sicher, aber mein Gegner macht ja auch noch nicht wirklich viel. Ja, da sieht man, dass er nur die Base zubaut, also
Der hat vielleicht dieselbe Strategie wie ich. Vielleicht auch nicht. So. Es gibt Action, wenn ich mein Bett gesichert habe. So. So, hier. Jetzt ist das Bett gleich ordentlich genug gesichert. Ich mir erstmal einen Bogen. Ach, das ist ja jetzt alles so gemacht. Zum Glück haben sich nicht die Preise geändert. Das gute Schwert hole ich mir. Die gute Brustplatte. Preise. Silber lasse ich mal drin. Bronze lasse ich auch mal drin. So, hole ich mir die bessere Spitzhacke. Und noch Steine. So, hier. Das kann jetzt weg, das kann weg, das kann weg. Und das kann weg. So. Bogen, Schwert. Das Ding. So, hier. Mensch. So, hier. Peng, peng, peng. Man sollte die Base nicht so übermäßig sichern. Lieber nur das Bett sichern. Das bringt mehr. Weil in der Base können sie sowieso nichts anderes machen, als sie es bei sich auch machen könnten. Von daher bringt es nicht so viel, die Base zuzubauen. Zumindest wenn man alleine ist, da bringt es mehr. Die Sicherheit des Bettes zu gehen, sodass man, naja, das merkt, wenn der andere da dran ist. So, baue ich mir hier mal eine Treppe hoch. So, ich baue mich jetzt hier außen rum. Der dürfte mich zumindest nicht suchen. Das war dumm. So. Noch mal gemacht. So und sich. Oh Gott, so baut man sich halt nicht hoch. So. So, 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 so. Hier baue ich jetzt eine kleine Plattform. Und ich weiß, dass mein Sandstein gleich alle ist. So. Ich werde ihn vermutlich daran erkennen, dass er sich nicht sneakt, wenn er zu mir rüberkommt. Und naja, dank Optifine sieht man das dann halt rechtzeitig so. Ich nehme auch gleich nochmal das Ultraschwert. So. Pack das Schwert weg und hol mir das Schwert hier von mir. Pack den ganzen anderen Crap mal weg. Silber so. So, ich hole mir jetzt mal zwei Stacks Sandstein. Noch ein bisschen mehr. Den ganzen anderen Crap kann ich wieder wegpacken. So, so. So. Ich muss immer so viel essen, werde ich nicht brauchen, wenn ich mich sneaky umbaue. Bei der Ecke immer aufpassen, ich will nicht runterfallen. So, hier baue ich mir jetzt eine kleine Sicherheitsplattform. So. Falls ihr euch fragt, wo ich die Musik habe, muss ich auch mal verlinken. Und hier wird sich jetzt rüber gebaut.
Sorry Leute, Ben, die Cam ist mal wieder abgestürzt. Spiel ist einfach zu spaßig, da kann ich nicht auf Ben die Cam achten. Sollte ich, ich habe halt nicht so viel Zeit, um mit Dick Story aufzunehmen und das hat es zigmal durchzurendern. Aber so lange läuft die Aufnahme auch noch gar nicht. Da kann ich ja eine Dauer der Lieder. Wow. Auch wenn ich gerade merke, dass einige der Lieder ziemlich viel länger dauern, als ich gedacht habe. So. Ja, ja. Schön Blöcke setzen. Okay, da fangen sie jetzt auch an rüber zu bauen. Ich dürfte mich aber nicht sehen, wenn ich jetzt hier vernünftig außen baue noch weiter. La, la, la. Oh ja, das macht so viel Spaß. Ich weiß nicht, ich habe nicht wirklich viel Chunks geladen. Ich kann mal nachgucken, wie viel Chunks ich geladen habe. 8. Ich stelle mal auf 16. So, fertig. Schau mal, ob das Spiel jetzt laggt. Na, kein bisschen. So. Okay, bei Bedwars macht es auch keinen großen Unterschied, aber er wird mich eindeutig, würde mich eindeutig sehen. Sei denn, dass es einer mit einem relativ schlechten PC. Was ich bei mir hier. PDF, warum bin ich zurückgeworfen worden? Was zum Henker? Schock meines Lebens, ich bin einfach zurückgeworfen worden. Lol. Schon gedacht, er hat mich getroffen. Aber es kam ja nichts Hitmäßiges auf, also so, dass ich gehittert wurde. Frage ich mich nur, wie? So, hier kann man hier schön lang sprinten. Ich werde nicht angreifen, damit er. Hä? Warum bin ich zurückgesetzt? So. So. Schön den Weg lang entlang sprinten. Hier oben nimmt er schon wieder. Ach du je. Wobei, ach du je ist es gar nicht. So, hier ist Welt. Ich muss erstmal nochmal ganz viel Sandstein holen. Hammer, 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 hammer. Hier so. Was sollte ich mir noch holen? Nichts außer Sandstein wollte ich mir holen. Ich kann mir für ein Gold noch eine bessere Spitzhacke holen. Mal weglegen. So, die ganzen Knöpfe schon wieder weglegen, ey. Man kriegt hier echt zu viel Krempel, wenn man alleine spielt. Das kann ich mit dem Bogen abschießen, was er nicht zu sein scheint. Ich hoffe, das Video wird für euch nicht zu langweilig. Ich schätze mal, das wird so um 20 Minuten gehen. Ah, er hat Glas hingesetzt, damit er mich sehen kommt. Wenn ich mich jetzt hier rumsneak, wird er mich vermuten. Er hat mich gesehen. Egal.
Wird er zumindest darauf warten, dass ich komme. Ja, ich könnte für den Eisen vielleicht auch mal ein paar Goldäpfel holen. Wäre vielleicht gar nicht so doof. So. Sobald ich mir eine gute Position verschafft habe, werde ich ihn mit dem Bogen wegschießen. Okay. Der geht nach unten, um sich vermutlich besser ausrüsten zu können. Aber ich habe ja die beste Nahkampfausrüstung. Goldapfel vielleicht nicht, aber trotzdem beste Nahkampfausrüstung in Bed Wars generell. Okay, jetzt er will mich. Aha, er schießt mich also auch mit Pfeilen ab. Na super. PDF. So. Ich rege hier erstmal. Ich kann hier einen sicheren Whirl raggen. So. Ping. So. Ich habe keine Ahnung, ob ich ihn treffe oder nicht. Aha, sehr gut. Der sneakt sich nicht, der Junge. So, kann ich zumindest nicht runterfallen. Oh, 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 fuck you, Junge. Werde ich ihn nur sneaken und mich rennen. Ach scheiße, hier geht der Bogen auch nicht kaputt. Das kann lange dauern. So, ich kann mal was trinken in der Zwischenzeit, während ich mich regeneriere. Kann mir bitte einer schreiben, wie viel Kürbiskuchen auffüllt? Ich würde das gern wissen. Ja, das ist nämlich Grund für mich wegzulocken, weil ich nichts mehr zu fressen habe. Und man wird doch auf das Fleisch umsteigen müssen. Okay, schieß mich weiterhin ab. Gott, Alter. Also er wird über diesen Weg nicht in meine Base kommen, aber er wird sich den Weg garantiert erobern, der da ist. So. Oh, ich könnte mir fast den stärksten Bogen holen, so. Das gute alte Steak. Und noch ein paar Goldäpfel. Neues Sandstein hole ich mir auch mal. Bronze habe ich mittlerweile ausreichend. Ja, er ist da oben.
Okay, Leute, Benny Camp ist mal wieder gecrashed. Was kostet der Bogen? 13 Gold. Wie schön. Wozu habe ich die Goldäpfel? Er hat sich da oben verschanzt, so. Wenn er mich hier tötet, bringt ihm das nicht viel. Das ist meine Base, ne? Ich brauche noch ein Gold, dann kann ich mir den richtig fetten Bogen holen. Und dann ist er gearscht. Oh ja, hol ich mir erstmal mein Equip wieder. Ah, in der Zeit, wo ich das Equip natürlich neu anlege. Ja, du bist tot. Er twittet mich. Wie schön. Oh, come on. Come on, guy. Hä? Warum hab ich eine Kiste geöffnet? GG. Warum hab ich eine Kiste geöffnet? Ja, ich hab geblockt, aber da war keine Kiste. Ich hab ihn zwar... Okay. Ja, okay, ich hab verkackt. Schade. Ja. Das war's mit dieser Runde Bed Wars. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Lasst eine Bewertung da. Pipapo. Ja. Oh, das war's. Bliblablo. Und tschüss.